Wir sind leider noch in so einer Grauzone, erst recht, wenn wir international unsere Filme releasen. Es ist toll, hier zu sein in München beim DocFest und dass hier solche Themen behandelt werden wie KI, die für uns Filmemacher, glaube ich, extremst wichtig sind und die so komplex sind, sodass ich so ein Panel jetzt, also mit dieser Diskussion über die rechtlichen Aspekte, unheimlich interessant fand und mich gefreut habe, dass ich da Teil sein konnte. Der Panel hat mir weiterhin gezeigt, also gerade auch jetzt das Kickoff, wie komplex das Thema ist in allen Bereichen. Also nicht nur in den Bereichen, dass wir so viele unterschiedliche neue Bilder kreieren können, dass wir mit Stimmen arbeiten können. Ich glaube, das wissen wir ja auch alle, aber vor allen Dingen die Legal-Aspekte sind bisher noch nicht beackert. Und wir sind leider noch in so einer Grauzone, erst recht, wenn wir international unsere Filme releasen. Ja, eines der großen Themen ist das Urheberrecht hier. Und wenn wir zum Beispiel dann Soundalikes machen, also Musik nutzen mit KI kreiert, die nach einer bestimmten Band klingen soll, wo ist denn hier die Linie, wo wir das dürfen, wo wir sie nutzen dürfen und wo nicht? Und bisher geht sowas vor Gerichte und dort habe ich irgendwelche Richter sitzen, die vielleicht von der Musik auch noch nie gehört haben und sagen, nö, das klingt doch total anders. Ein anderer Richter sagt, das ist aber absolut Rolling Stones. Und da ist so eine große graue Masse, die, glaube ich, als nächstes bearbeitet werden sollte und vielleicht sogar zur Hilfenahme von KI. So, KI öffnet uns Wege des Storytellings, die wir vorher noch nie hatten und wo wir jetzt wirklich Geschichten erzählen können, wo wir keine Bilder haben, wo wir keine Töne haben, wo wir auch Oral History, also wo wir nur Überlieferungen haben, die wir jetzt auf einmal wirklich in ein emotionales Storytelling kriegen können. Das ist nicht nur im Fiction, aber vor allem auch, glaube ich, im dokumentarischen Bereich großartig.